Ja, Kinder wachsen natürlich in diese digitale Welt hinein und müssen sich in ihr zurechtfinden. Uns als Eltern, aber auch als Gesellschaft muss es wichtig sein, dass die Kinder lernen, die digitalen Instrumente, die Medien unserer Zeit kompetent zu nutzen. Das alles funktioniert aber nicht als Trockenübung. Dafür brauchen Kinder spätestens ab dem Lesealter Angebote, die Wissen zeitgemäß vermitteln, die Kindern gleiche Bildungschancen ermöglichen, die gesellschaftliche Teilhabe möglich machen. Und die Kinder haben ein Recht darauf. Kinder haben das Recht auf Schutz, auf Spiel, auf Unterhaltung, auf persönliche Entfaltung, auf Information und Bildung. Das ist festgeschrieben in der UN-Kinderrechtskonvention, die unsere Bundesregierung ratifiziert hat. Und in einer digitalen Gesellschaft gilt dies selbstverständlich auch in unseren digitalen Lebensräumen. Also ja, das Jahr 2020 können wir ja gar nicht mehr ohne Corona denken, das ist schon mal klar. Und ich hoffe sehr, dass diese fürchterliche Krise uns alle wachrüttelt, dass wir alle jetzt begreifen, jetzt ist die Zeit da für wirklich revolutionäre Veränderungen. Da müssen wir wirklich dafür sorgen, dass sich gerade im Bildungsbereich und gerade im schulischen Kontext einiges ändert. Und wir erleben ja hautnah die Chancen und Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet. Künstler, Kreative, alle nutzen die digitalen Instrumente, um zusammenzustehen, um sich in der Not zu helfen. Selbst die Bundesregierung hat einen Hackathon organisiert. Über 2000 Leute arbeiten kollaborativ an kreativen Ideen zusammen, um Hilfe zu organisieren. Also es gibt gute Ansätze, es gibt viele tolle Ideen, auch wie man die Bildungslandschaft und die Medienlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in Europa verändern könnte, neu organisiert, neu strukturiert. Ich habe mal eine Idee skizziert, so eine Art Kinder- und Jugendmediathek der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein Arbeitstitel. Das wäre ein cooles Ziel, finde ich, für eine kostenfreie, beste Bildung für alle Kinder und Jugendlichen von Anfang an. So eine bundesweite digitale Bildungsplattform, die kann natürlich nicht ein einzelnes Bundesland oder ein einzelnes Ministerium tragen. Da müssen wirklich Bund, Länder, Kommunen, vielleicht auch die Länder in Europa zusammenarbeiten. Natürlich darf jedes Kultusministerium auch mitentscheiden, was in so eine vorbereitete digitale Lernumgebung für die Kinder eingestellt werden, damit die Kinder erfolgreich lernen können. Die besten Lehrer und die schlauesten Kinder stellen ihre Erklärvideos ein. Private Schülernachhilfe, die sich viele Familien eh nicht leisten können, die fallen weg, weil eben alles online bereitsteht. Die Lehrer in den Schulen können sich viel mehr um das soziale Miteinander kümmern und sind wirklich Partner, beim selbstständigen Lernen der Kinder. Also das wäre eine richtig coole, zeitgemäße Idee, an der alle zusammenarbeiten sollten. Und ich hoffe, ja, dass wir damit anfangen, dass wir die Arme hochkrempeln und gemeinsam an so einer oder einer ähnlichen Idee arbeiten. Das wäre sehr cool und das wäre für die Kinder eine großartige Idee und eine großartige Leistung.